Hallo, hier ist wieder Claudia von Claudias Ecke. Ja, jetzt das erste Mal wieder live basteln, also so richtig basteln nach der Sommerpause. Heute allerdings mit einem müden Kameramann und einer müden Claudia. Der Kameramann, weil er auf Dienstreise war und gestern Nacht jetzt wieder gekommen ist, und die Claudia mit kaputten Füßen und überhaupt, weil sie 2 Tage auf der Messe war. Also wir versuchen, die Gähngeräusche möglichst zu reduzieren, und ich versuche, keine Fehler zu machen. Also von daher, haltet mich wach auf jeden Fall, schreibt viele Kommentare, dann muss der Kameramann lesen. Das hält ihn wach und ich muss sie beantworten, das hält mich wach. Und ich bin froh, dass wir heute nicht so was Kompliziertes machen, weil ich weiß nicht, wie das ausgehen würde. Aber soll ich euch zeigen, was wir machen? Dann kommt mal mit. Der Kameramann kommt auch mit. Noch ist er nicht eingeschlafen. Und zwar, die das Technikbuch mitgemacht haben, die kennen schon die Karte, die ich da vorgestellt habe. Ist überhaupt jemand da? Iris, Martina, Moni und ich glaube noch ein, zwei andere. Da habe ich aber noch geschlafen, als die Tipps gekommen sind. Gut, ja. Also, wir versuchen das heute möglichst zügig durchzuziehen, damit wir beide ins Bett kommen und wenigstens ein bisschen Schlaf bekommen. Genau, also die Windradkarte kennt ihr schon. Ich hatte heute Morgen noch ein bisschen Zeit, habe die heute Morgen gemacht, habe dann gedacht, ich mache heute Abend, weil ich dann los musste, mache ich noch ein bisschen weiter. Mir fehlte die Kreativität. Von daher könnt ihr mir ja vielleicht mal schreiben. Ich bin am Überlegen, was ich mit der Banderole mache. Die finde ich so noch ein bisschen, abgesehen davon, dass ich die hier so sehr schick finde. Aber ansonsten ein bisschen langweilig. Mache ich da jetzt noch einen Spruch drauf oder mache ich da lieber noch Stempel drauf? Könnt ihr ja vielleicht mal überlegen und mir noch so einen kleinen Tipp geben. Genau. Also die Banderole habe ich diesmal ein bisschen anders gestaltet. Ich hatte noch so einen Rest, ehrlicherweise, in meinem Savanne-Papier und habe gedacht, ach, warum nicht? Dass ich dann noch zweimal solche Streifen verschnitten habe, das ist eine andere Geschichte. Genau, also, ich finde das mit der Banderole ganz schön, wenn ich es jetzt abkriegen würde, weil es schwierig ist, hier einen Gruß drauf zu machen. Nun habe ich hier zwar auch keinen, aber ich hätte auf jeden Fall die Möglichkeit. Und die geht eben so auf, die Karte. Na, guck mal, habe ich sogar falsch rum gemacht. Und so öffnet sie sich dann. Die Karte wollen wir machen und die ist eigentlich gar nicht so schwer. Wie gesagt, am besten geht das, wenn ihr entweder das Envelope Punchboard habt oder aber noch den diagonalen Aufsatz für das Falzbrett, was es leider nicht mehr gibt. Aber vielleicht sind ja welche von euch glückliche Besitzer und können das dann nutzen. So, genau. Und dann ist es, man muss ein bisschen gucken. Also ich kann das so schließen. Ist nur ein bisschen doof. Das wäre falsch rum. Also sollte das irgendwann mal so bei euch aussehen, wenn ihr das gefaltet habt. Do ist doof oder ist nicht so gut. Stattdessen macht so rum halt dann doch mehr Sinn. Dann habt ihr nämlich diese schöne Windradoptik. Und dann wird das letzte Stück einfach da reingeschoben. So, genau. Tada. Und dann kann man eben noch, um einen Gruß zu platzieren oder auch nicht, um das einfach besser geschlossen zu halten. Jetzt weiß ich wieder, warum ich es so oben hatte. Egal. Ihr wisst, dass es darum geht. Prima. Seid ihr einsatzbereit? Ich denke schon, sind noch einige dazugekommen. Melanie da ist da, Evelyn ist da, Amne ist da, Merle habe ich irgendwie Ah, gesehen, Bärle, die hast du es Jahres. gefunden? Das freut mich. Genau. Von daher, Können wir loslegen? Prima. Ich ja, habe gibt irgendwie, du auch schon bist ein bisschen Vorschläge, dicht. dass du vielleicht irgendwie eine Sonnenblume auf die Banderole machen solltest Ja. oder Ton in Ton stempeln und dann noch einen Spruch drauf mit Dimensionals. Gut. Also von jedem, zu jeder Meinung gibt es, beziehungsweise zu jeder Idee eine Meinung. Das ist gut, dann kann ich mich wieder nicht entscheiden. Aber ich gucke und ich zeige euch auf jeden Fall natürlich noch das Ergebnis. Du bist so ein bisschen dicht am Kopf irgendwie. Ich kann mich gar nicht. Also, wenn es sonst chaotisch ist, freut euch, heute wird es noch chaotischer. Genau, nehmt euch bitte euer Schneidebrett und das Stück Designerpapier. Und es muss tatsächlich ein Ganzes sein, weil wir jetzt, Achtung, Inch, an alle, die Inch so gerne mögen, aber ich lasse den Kameramann genau hinzoomen, wo ihr das schneiden müsst. Wir brauchen tatsächlich 8 von den 12 Inch, so gut, dass wir fast das ganze Blatt brauchen. Übrigens heißt es Amne, nicht Amne, sondern Anne. Das war ein Tippfehler. Ja.
Aber das musst du ja wissen. Ja, ich hatte Amne auch noch nie vorher gehört und stand da so. Erzähl jetzt nichts von. Nein. Also, okay. Also, 8 Inch. Für diejenigen, die Inch nicht mögen, Herr Kameramann. 8 Inch sind genau die. Das sind die großen, langen. Also, beziehungsweise lang ist auch das hier in der Mitte. Aber da, wo die Zahl dran steht, bitte. Ja, also, das hier sind 8 Inch. Das sind irgendwas bei 20, irgendwas Zentimeter. Da schneiden wir jetzt. Kopf weg. Nicht Kopf weg, Kamera weg. Was ist wichtiger? Kamera. Ach. Okay, also 8 Inch und wir brauchen das Ganze in quadratisch. Ich bin mal gespannt, wann ich mich das erste Mal verschneide heute. Ihr macht's bitte alles richtig. Wenn meins hinterher nicht so gut aussieht, ist es nicht so schlimm. Genau. Dann können wir das Schneidbrett erstmal beiseite legen. Und dann nehmen wir das Punchboard, wenn ihr das habt. Ich zeige einmal beim Punchboard, was wir machen. Wenn ihr keins habt, keine Panik, ich erkläre euch das gleich und das kriegen wir noch hin. Also keine Panik. Jetzt kommen nochmal Inch. Bevor wir hier irgendwas machen an dem Punchboard, ganz, ganz wichtig, bevor es gleich ein Irr gibt, es wird nicht gepuncht. Es wird nur die diagonale Falz gezogen. Also nicht drücken, nicht in die Versuchung kommen. Ich habe das auch ständig. Nicht tun. Okay? Und dann legt man das ja normalerweise, wenn ich jetzt hier das gezogen habe, die Nase an der Falzlinie an. Auch das machen wir heute nicht. Okay? Es wird immer an der gleichen Stelle angelegt. Ja? Alle verstanden? War das eindringlich genug? Hast du es verstanden? Keine Ahnung. Ach, okay. Egal. Soll ich mal aufdrücken oder wie? Nein, sollst du nicht. Also, wir legen das beim Punchboard bei 3, 3 Achtel Inch. Auch hier zeige ich euch nochmal, wo das ist. Das ist genau da. Hier. Seht ihr das? Ja, witzig. Ich darf ihn mal jetzt Nein, nicht hinlegen. den Zettel. Ach, Mann, ey. Also, 3, 3 Achtel Inch. Okay? Kriegt ihr das? Und da legt ihr das an. So, jetzt muss ich wieder hier gucken. Ich wollte schon draufhauen. Nicht draufhauen. Nur die Falz ziehen, okay? Mehr nicht. So, und jetzt nicht an der Nase, also nicht die Nase hier anlegen, sondern wieder hier bei 3, 3 Achtel, okay? Wichtig, ganz wichtig. So. Und ach so, ja, immer drehen. Das Prinzip kennt ihr vielleicht, ja, oder ihr kennt das aus dem FF. Wieder bei 3, 3 Achtel. Ich sage das jetzt auch so häufig, einfach damit ich das nicht verkehrt mache. Und das letzte Mal auch bei 3, 3 Achtel Inch anlegen. Ach so, die Anleitung kommt übrigens von Dawn Wolszewski. Ich finde die Seite total toll. Ich verlinke die auch. Ich glaube nachher nicht mehr, weil dann schlafe ich schon. Sag mal schnell. Ich verlinke die dann im Beitrag, aber wahrscheinlich erst morgen. Okay, so, dann könnt ihr das Brett weglegen und dann zeige ich einmal denen, die das Brett nicht haben, was sie jetzt machen können. Und zwar habe ich das hier auch schon ausgemessen. Ich wollte es jetzt nur noch einmal kontrollieren hier. Ihr könnt jetzt an jeder Seite zwei Stellen markieren. Und zwar einmal bei 7, darf ich einmal ganz kurz mit meinem Kopf da rein? Ich mache das mal irgendwo, wo ich es lesen kann. Ach, hier kann ich es nicht. Ich habe es übrigens falsch rum reingelegt und ich habe es euch nicht gesagt, wie ihr es hättet reinlegen müssen. Nee, habe ich doch nicht. Ist egal. Nächstes Mal bin ich wieder ausgeschlafen. Genau. Also, ihr macht euch zwei Markierungen ohne Punchboard. Die das schon gemacht haben, haben jetzt irgendwie Zeit, sich zu überlegen, was sie gleich noch machen wollen, Stempelset holen oder wie auch immer. Ihr legt das Lineal an und macht bei 7,7 cm eine kleine Markierung und bei 12,5. Okay? Und dann müsst ihr immer von der ersten Markierung, Kameramann, von der ersten, vielleicht kann man das so sehen, von der ersten Markierung zur zweiten Markierung diagonal falzen. Versteht ihr das? Jemand anwesend ohne Punchboard? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht, wovon sie spricht. Keiner da mit Punchboard? Alle haben ein Punchboard?
Ah. Verstehst. Okay, prima. Also das ziehst du ja dann einfach die Falzlinien und dann eben braucht es noch nicht zu knicken. Ich finde, es ist immer schwieriger zu schneiden, wenn man geknickt hat. Und ich habe tolles Papier rausgesucht. Ich kann es nämlich wieder nicht sehen. Schere stand nicht mit auf eurer Materialliste, aber die habt ihr bestimmt irgendwo griffbereit. Wir schneiden jetzt diese kleinen Dreiecke. Könnt ihr das ansatzweise sehen? Irgendwie. Seht ihr, dass hier ein Dreieck ist? Ihr müsstet das haben. Das Dreieck schneiden wir jetzt raus, okay? Und zwar alle vier. Durch das Punchboard habt ihr den ersten Zentimeter nicht gefalzt, aber das kriegt ihr mit der Schere, wenn ihr es denn dann sehen könnt, auch so ganz gut hin, das da auszuschneiden. Ihr schafft das. Ich auch, vielleicht. Ich sehe es nicht. Ach, Gottes Willen. Das ist das, wenn man hier alles ausleuchtet, ne? Wenn man irgendwie auf Leute hört, die meinen, sie hätten Ahnung und alles ausleuchtet, damit man keine Schatten mehr hat, ist auch doof. Findet man die Falzlinie nicht. Naja, egal. Irgendjemand der Anwesenden bräuchte ja auch mal eine Brille. Ja, aber das bin nicht ich. Merkt man. Hast du mal ganz ehrlich, wenn du hier sitzen würdest, ne? Dann wäre das Ding schon lange Wir fertig. können noch mal darauf zurückkommen. Ihr könnt ja vielleicht noch mal Überzeugungsarbeit leisten, ob der Kameramann nicht mal basteln soll. Dann können wir ja mal gucken, wie das hier aussieht. Also, und dann wirft meine Schere Schatten. Das ist doch echt. Entschuldigung. Oh, merke nicht nach 2 Messetagen. Versuchen, anderen Leuten noch weiter was zu Da kommen erzählen. ganz viele Daumen runter für deine Idee, dass der Kameramann basteln soll. Irgendwie glaube ich das jetzt nicht. Das ist aber so, ich Ich kann das kann ja mir nicht das sehen. nachher noch in. Oh Gott. Ich kann mir das nachher noch angucken, ne? Wenn ihr euch übrigens sicher sein wollt, sicherer, dann könnt ihr es tatsächlich einmal einfach falten, die Seite. Dann dann kriegt ihr auch vom Punchboard das Stück, was fehlte. Wenn ihr es einmal knickt, kriegt ihr das auch noch, dieses Stück. So. Anne ist wahrscheinlich noch nicht ganz fertig. Bei den anderen sieht es dann hoffentlich schon so aus. Ja? Mein? Ihr solltet doch mit mir reden, damit ich nicht einschlafe. Also, was heißt reden? Ach, vielleicht sollte ich meine Klappe halten, ne? Okay. Gibt ein, zwei Daumen hoch. Gut. Und ich muss übrigens sagen, ich mache selten für etwas wirklich viel Werbung, weil ich das doof finde. Jeder soll halt sehen, was er mag. Aber das Punchboard weiß inzwischen sogar der Kameramann, das ist quasi ein Muss, weil man damit ganz viele tolle Sachen machen kann. Okay, habt ihr euch euer Falzbrett wieder geholt? Wir müssen das jetzt nochmal nehmen. Und zwar, genau, ich erzähle das heute lieber alles einmal vorher. Wir falzen jetzt, und zwar nur hier das obere Stück. Okay, wir legen das bei 1 Inch gleich an. Ich zeige oder ich lasse nochmal zeigen, wo 1 Inch ist. Das wird genau hier dann in der Ecke enden. Und wir falzen nur ein Stück. Dann drehen wir das und dann falzen wir das nächste. Und ihr könnt euch vorstellen, das nächste und das nächste genauso. Okay? Achso, hier ist, wie immer, ich erzähle es jedes Mal, aber ich erzähle es jedes Mal auch wieder gerne. Die kleinen Zahlen bis 3 cm oder 3,2 würde ich immer nach rechts anlegen. Das heißt, ich lege jetzt auch der eine Inch ist hier, das große, ne? Das sind ungefähr 2,5 cm. Nicht ganz passend, aber bei 1 Inch an. Bei mir ist unten falzen. Und dann halt wirklich gucken, dass man nur bis dahin falzt. Bis
Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Wir können ja auch mal eins ohne Ton machen. Nur mit Zeichen so. Oh. Ja. Genau. Und das macht ihr bitte an allen vier Ecken. Ich wollte gerade anfangen zu singen. Ich konnte mich gerade noch so bremsen. Ich habe nichts getrunken. Ich trinke ja sowieso keinen Alkohol. Von daher, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur müde. So. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich sehe auch kaum was. Genau, das ist eigentlich schon der ganze Trick dabei. Wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, werdet ihr feststellen, dass wir in die falsche Richtung eigentlich jetzt falten. Aber das ist nicht so schlimm. Genau, das kann man dann umknicken. Ich finde immer schön, ich habe Probleme, so wie hier jetzt, da aus diesen Mustern tatsächlich eine Karte zu machen. Eine Verpackung geht wunderbar, aber eine Karte, dafür ist mir das einfach zu wuselig und zu viel. Und deswegen habe ich das jetzt gerne genommen dafür, weil das einfach schick aussieht. Und hier ist auch der Kontrast einfach sehr schön, finde ich. Genau, ich hatte mich da dann für eine olivfarbene Banderole entschieden, die ich da drum machen möchte. Und ja, von daher nehme ich dafür sehr gerne so große Motive. Moni meint, bei der Papier gibt es gar keine falsche Richtung. Was? Wie? Das verstehe ich nicht. Das ist egal, ist, dass du beide Seiten nutzen kannst. Und ich finde. So. Ich habe ein Problem. Genau, so. Damit ist eigentlich das Grundgerüst von der Karte auch schon fertig. Du hast doch einen falsch gefaltet. Naja, den müsste ich da drunter falten. Es gibt häufig, wenn ihr ein bisschen probiert, gibt es eins, was dann wirklich mit am besten aussieht. Da würde ich einfach ein bisschen probieren. Bei dem einen schlugte jetzt das Papier hinten durch. Deswegen finde ich, dass das so sehr gut aussieht. Es ist auch tatsächlich so, dass das ein bisschen hoch steht. Ich weiß nicht, kann man das hier sehen? Das ist einfach so. Okay. Gut. Habt ihr das? Anne, bist du auch so weit? Sabine hat scheinbar falsch gefaltet. Ah, was heißt falsch gefaltet? Dass du nur das Quadrat in der Mitte... Ich hoffe jetzt, dass du dann nur das Quadrat in der Mitte hast und nicht tatsächlich was falsch gemacht hast. Also, wenn ihr soweit seid, Sabine, schreibt mir gerne irgendwie, was nicht richtig ist. Dann gucken wir mal, ob wir das gleich lösen können. Ich würde aber trotzdem schon ein bisschen weitermachen. Ja, genau heißt, du hast hier das schöne Quadrat. Das kann man aber ganz einfach lösen, indem man es einfach aufmacht und dann in die andere Richtung das Ganze macht. Das ist ein Problem, das man sehr gut lösen kann. Ich hatte das irgendwann mal und habe gedacht, irgendwas ist falsch, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht war ich da auch müde. Es hat ein bisschen länger gedauert. Genau. Okay, prima. Ich wollte hier zeigen. Ihr könnt jetzt ein bisschen gucken. Ich finde das ganz nett, dadurch, dass in der Mitte, beziehungsweise wenn man es aufhaltet, jetzt nicht so viel noch ist. Hier könnte ich übrigens nochmal schön lang schneiden. Habe ich das eigentlich ganz gerne, dass ich da noch was reinstempel. Geht euch das eigentlich aus? Ich habe diese Eicheln gestempelt, um das auszuprobieren. Und die waren perfekt. Viel, viel besser als die, die hier halt sind, wo ich dachte, na super. Das Test funktioniert immer wunderbar. Und wenn es dann wirklich an das geht, was man gerne haben möchte, dann ist es nicht mehr wunderbar. Okay, also ich habe mich dazu entschieden, hier jetzt das... Kennst du eigentlich Sesamstraße mit Professor Hastig, der immer einschläft? Ich meine, das ist aus. Halt die Kamera still.
Gottes Willen. Das sind immer die Was-passiert-dann-Maschine. Also, ihr könnt da was draufstempeln, aber vielleicht sollten wir erstmal das zurechtschneiden. Und zwar, wie ihr seht, habe ich dahinter einmal was gelegt. Das mache ich jetzt in Pfirsich pur. Mit etwas Nachgucken weiß ich auch wieder, wie die Farbe heißt. Und dann schneiden wir noch Flüsterweiß. Sollte das Papier, hier hätte ich das vielleicht besser machen können, vanillefarben sein. Super Beispiel. Würde ich in die Mitte auch Vanille eigentlich nehmen und nicht so, wie ich es hier gemacht habe, mit Flüsterweiß. Egal. Ich versuche jetzt auch meine Ömms zu reduzieren. 10,5 mal 10,5, das ist quadratisch, das Ganze. Genau, danke, Kameramann. Da steht aber 10,5 mal Nein, 10,1. das ist kein Mal. Bleib einfach bei deinen Kompetenzen, dann passt das schon. So, und das Flüsterweiß wird dann nämlich 10,1 mal 10,1 groß. Siehst du, das ist kein Mal dahinter. Stehst du? Ich glaube, das ist immer meine Hauptkompetenz, das blöde Sprüche hier bringen. Das kannst du. Also da können wir dir auch ein Diplom ausstellen, wenn du es gerne möchtest. Genau. So, also jetzt nochmal. Ich finde es ganz nett, wenn man da drin noch was stempelt. Da ich heute nicht so kreativ bin, lasse ich das jetzt erstmal. Vielleicht mache ich da nachher noch was rein. Es geht auch, das nachträglich zu stempeln, dadurch, dass da kein nichts unten drunter ist und das tatsächlich ja auch dann, wenn man nichts darunter liegen hat, ein gerader Grund ist. Also müsst ihr euch nicht jetzt entscheiden. Aber natürlich, wenn man sich verstempelt und das alles schon geklebt hat, ist doof. Gut, dann gibt es jetzt eine total schwere Aufgabe. Und zwar müssen wir diese beiden Quadrate natürlich in die Karte reinkleben. Das kriegt ihr aber, glaube ich, ohne Probleme hin. Sage ich so einfach. Schief. Das wäre jetzt der passende Moment für, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich auch nicht. Ich habe das mal überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, ich müsste so viel von dem gleichen Papier, also ja, genau, so viel gleiches Papier haben und müsste dann entsprechend auch so häufig das Designerpapier kaufen. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Es ist irgendwie aus irgendeinem Grund total quadratisch geworden. Hier hörst du, meine Stimme ist auch so langsam. Oh. Ja, genau, das wollte ich nur hören. Siehst du? Okay. Genau, so könnt ihr dann natürlich auch was in die Karte reinschreiben. So. Seht ihr, also das würde ich jetzt zum Beispiel versuchen nicht zu machen, sondern ich hatte dann einfach den genommen. Nee, den nicht. Den? Nein. Den. Auch nicht. Egal. Egal. Ja. Man sollte nur ein bisschen gucken, wenn man eins hat, was vielleicht besser passt, was besser aussieht, dass man das, was man dann reinlegt, auch tatsächlich so macht, dass wenn man es aufmacht. Versteht ihr, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Dass es unten in der Ecke ist. Richtig, genau. Dass es gerade ist. Und nicht, wenn man Fotos zum Beispiel macht und das Motiv nicht gerade ist. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Banderole finde ich immer ganz nett noch, wie gesagt, weil man dann da noch einen Kuss drauf machen kann. Und wie breit ihr die jetzt macht, das ist eigentlich euch überlassen. Die hier musste halt 2 Inch breit sein, damit es in die Stanze reinpasst. Aber heute wird das nichts mehr. Ich finde sie tatsächlich vielleicht sogar, also ich finde es schick weiterhin, aber habe, glaube ich, auch nichts dagegen, wenn das ein bisschen schmaler ist. Na, guck mal, jetzt geht's doch wieder.
Von daher bin ich am Überlegen, das sind ja ungefähr 5 cm. Ich nehme jetzt einfach 4 cm. Überlegt euch, einfach, wie breit ihr das haben wollt. Okay? Also ich nehme jetzt 4 cm. Und ihr müsst tatsächlich das der Länge nach schneiden, weil das andere nicht ausreichend ist. Ach so, jetzt muss ich das, jetzt muss ich es doch falten, ne? Das habe ich bei meinem gemerkt. Legt es so an, wie ihr das nachher haben wollt. Also was ich sagen will ist, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, hier unten euer Motiv habt, dann und die Banderole eben von links nach rechts und nicht von oben nach unten haben wollt, dann macht das auch so. Denn ich habe das bei der Karte zum Beispiel gehabt, dass sie in die andere Richtung 1 mm schmaler oder eben in die andere Richtung 1 mm breiter ist und die Banderole dann nicht so gut passt. Hier ist das kein Problem. Hier habe ich ja dieses schicke Bändchen und kann das verstellen von der Breite. Aber wenn ihr das erstmal zusammengeklebt habt, dann ist halt vorbei. Sabrina möchte noch mal gerne die Maße wissen. Die Maße von dem Inneren oder von dem, ich sag das jetzt einfach hier, Kameramann, du hast doch immer hier. Wo sind sie? Also das sind die Maße von innen, 10,5 der untere Layer und 10,1 dann weiß, Flüsterweiß oder was auch immer. Und für die Banderole habe ich jetzt, wie gesagt, 4 cm genommen, aber das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, wie du das magst. Ich hoffe, das Soll passt nicht dann. mehr als 10 sein. Nee, ist schlecht. Hast du mal gut aufgepasst hier. Ja, So. sie meinte die Banderole. Ah, okay. Genau, sollten nicht mehr als 10 sein. Da hat der Kameramann tatsächlich recht. Okay, jetzt bei sowas ist es immer ganz gut, wenn man das am Objekt faltet und nicht ausmisst. Wer misst, misst, misst. Schon zu Physikzeiten gehabt. Genau, also einfach hier so rum. Und dann klebt es auch tatsächlich ein bisschen großzügig, also nicht ganz straff. Und jetzt kann man hier einfach, also ihr könnt es einfach abschneiden, weil wenn ihr da jetzt irgendwas drauf macht, ein Kreis oder ähnliches, dann sieht man das sowieso nicht so wirklich. Oder ihr markiert euch das einfach. Jetzt habe ich keinen Stift hier. Also, ich markiere mir das jetzt hier einfach mal. Heute mal so gerne akkurat arbeiten möchte und jetzt mir auch an der anderen Seite markieren sollen. Legt es hier rein. Und dann vielleicht auch noch, das kennt ihr wahrscheinlich alle, ich erzähle es euch jetzt trotzdem. Was ich immer mache ist von dem, ich nehme da tatsächlich doppelseitiges Klebeband und ich mache das einmal unten. Also das heißt unten einmal oben drauf, Entschuldigung. Jetzt habe ich so geklebt, dass es genau an der Kante ist. So, wer hat denn als nächstes Geburtstag und möchte diese vollkommen perfekte Karte haben? Genau. So, also ich mache das so, dann weiß ich nämlich, dass es hier klebt perfekt an der. An dem Ende und hier an dem Ende klebt es auch perfekt. Und wie gesagt, und jetzt nicht ganz stramm legen, sondern vielleicht tatsächlich so ein bisschen in der Luft kleben, dass ihr auch wirklich ein bisschen Luft habt, um das Ganze da drüber zu ziehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Genau. So, auf hinterher kommen die Hinweise, wieso du warst doch so wie immer. Gar nicht gemerkt, dass du müde warst. Habe ich jetzt ein bisschen Angst vor. So. Genau. Jetzt passt es nicht, oder? Oh, das kann nicht wahr sein. Heute Kante nicht, nimmst du nicht. Nee. Oh, es ist doch ehrlich nicht wahr. Ach ja. Was zu beweisen war. Immer gut, dass du es direkt am Objekt gemacht hast und nicht einfach ausgemessen.
Scheiße. Ach ja. Bei euch sieht das bestimmt viel besser aus. Ihr könnt euch ja schon mal legen, welchen Stempel ihr nehmt. Ich mache das jetzt einfach noch mal. Ach ja, lachen Sie alle oder geht's noch? Geht noch. Ja, Ich gut. schreibe gerade alle Ihre Geburtsdaten. Und hier kommt auch nochmal die Frage, ob du die Banderole vielleicht nochmal machen könntest. Weil es scheiße aussieht, oder was? Ach ja. Soll ich dir was sagen? Ich hab dich auch lieb. So. Wie sieht denn eure aus? Eure ist wahrscheinlich besser geworden. Genau, ihr könnt jetzt einfach mal weitermachen ohne mich. Ich bin ja noch so ein bisschen beschäftigt. Oh, was war das? Silvester heute. Weiß nicht. Jetzt gerade Puff gemacht. Draußen, nicht hier drin. Okay. Aber ich kann euch noch mal wunderbar zeigen, was ich meine mit diesem eine Ecke vorne und eine Ecke. Naja. Ich mache das jetzt mal am Objekt. Ich glaube, das ist besser, oder? Ja. Melanie hat es dir genau nachgemacht und bei ihr passt die Banderole auch nicht. Also es ist ein Systemfehler und nicht. Das ist kein Systemfehler. So. Wenn es jetzt nicht passt, dann doch. Ha, guck mal hier. Ich wollte gerade sagen, warum ist sie jetzt grün, aber sie sollte grün sein. Okay. Prima. Ich glaube, bevor es noch schlimmer wird, verzehrt ihr das bitte einfach ohne mich und zeigt mir dann euer Ergebnis. Ich werde das dann morgen, wenn ich ausgeschlafen bin, nein, ein bisschen, ein halbes Stündchen gucken wir noch Fernsehen, oder? Weiß ich noch nicht. Halbes Stündchen schlafen wir noch beim Fernsehen, glaube ich. So ist es richtiger. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr eure Ergebnisse zeigt. Und ich zeige euch meins auch. Allerdings werde ich wahrscheinlich. Das ist jetzt noch nicht fertig. Nein, das sieht doch wohl hier mistig aus, oder? Da kommt jetzt noch hier so eine schöne Stanze drauf mit einem Gruß. Oh, hab dich total lieb. Also ist ja nicht für dich. Und dann sieht das noch mal ein bisschen hübscher aus. Tatsächlich. Genau. Was ich vielleicht auch noch hätte sagen können: Ihr könnt auch natürlich ihr könnt ein Band nehmen als Banderole. Ich habe hier auch schon mal ein Band noch draufgeklebt, damit es noch interessanter aussieht. Ihr könnt die Banderole bestempeln, damit es nicht so eintönig ist. Aber wenn man jetzt hier groß noch irgendwie einen Kreis drauf macht, finde ich, reicht das auch meistens. Genau. Habt ihr noch Fragen? Schlaft ihr schon? Gefällt dir die Karte? Die ist wunderschön, mein Schatz. Ja, sehr gut. Dankeschön. Keine Fragen mehr? Kriegt ihr das alleine fertig? Oh, kommt schon die Augenblende. Genau. Ansonsten kennt ihr das, ja? Wenn ihr noch eine Frage habt, dann stellt sie einfach und ich werde sie dann möglichst zeitnah beantworten. Wie gesagt, morgen ist, glaube ich, auch noch ab Freitag ist wieder besser hier. Da wird wieder alles ganz toll werden. Aber ihr bekommt eine Antwort. Gab es noch eine Frage? Nee, Okay. eigentlich Dann hört sind es endlich auf. Ist noch jemand da? Das wäre jetzt die nächste Frage. alle. Ja, es sind noch ein paar Okay, Fragen drin. prima. Also, ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Gerne schickt mir eure Wünsche und Vorschläge, was ihr denn so gerne machen möchtet, was ihr immer schon mal sehen wolltet, irgendeine Technik, die ihr immer schon mal ausprobieren wolltet, aber nicht genau wisst, wie die funktioniert. Schreibt mir einfach und dann gucken wir mal, dass wir das mit einplanen. Gut. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht und bis demnächst. Tschüss.